Du siehst toll aus. Mein Gott. Ah. So ein Abenteuer erlebt man auch nicht alle Tage. Du darfst dich jetzt umziehen. Genieß den Abend. Wir sehen uns gleich wieder. Danke dir. Ach, meine Damen und Herren, wir alle gemeinsam dürfen uns jetzt auf eine Sängerin freuen, die sich vor 8,5 Jahren mit dieser Aufnahme hier beworben hat. Sie hat damals davon geträumt, eine erfolgreiche Sängerin zu werden. Sie hat ihre Chance bekommen und sie hat diese Chance genutzt. Gleich nach ihrem ersten Fernsehauftritt hier bei uns wollten mehrere Plattenfirmen eine CD mit ihr aufnehmen. Und gerade jetzt hat sie ihr ganz neues Album, ihr sechstes Album Farbenspiel veröffentlicht. Mit einem unglaublich großen Erfolg. Und heute Abend hören wir einige aus diesem ganz neuen Album. Freuen Sie sich jetzt auf Helene Fischer! Verplant und verpeilt, daneben gestylt, so komm ich mir manchmal vor. Und vor Hoffnung gehemmt, das Zeitgefühl klemmt, mir selbst nicht ganz d'accord. Ich will mich beweisen und droh zu entgleisen mit Vollgas gegen die Wand. Katastrophal, ich kenn mich nun mal und bleib entspannt. Keiner ist fehl. Und schlauch mich, verlier und verbrauch mich, auch gegen den Verstand. Dann denk ich mir ruhig, das stehen wir durch, komm, bleib entspannt. Auf Biegen!
so wie ich bin. Der Tag hat seinen Sinn. Ich will nichts mehr überlegen. Und das Meer unter mir pulsiert. Ich spür, mein Herz vibriert. Ich spring kopfüber rein ins Leben. Und ich lehn mich zurück, federleicht, voll mit Glück. Es ist so, wie fliegen ohne Flügel. So kann das Leben sein, wie tausend Sterne Feuer. Ein bisschen Abenteuer, ein Schuss Risiko. So fühlt sich Leben. Ist Wunderwahrheit werden irgendwann. Und dann Vollgas in den Himmel an. Wenn du dein Herz nach außen trägst und weißt, dass du was bewegst, komm mit, wir setzen rote Segel. In den Adern Adrenalin, im Kopf tausend Symphonien. Spiel fair, sonst gibt es keine Regel. Und ich lehn mich zurück, federleicht, voll mit Glück. Es ist so, wie Fliegen ohne Flügel. So kann einfach wagen. Rote Lippen. Und wie? Oh Gott, das haben wir so nicht geübt. Ja, du hast besonders schönen Lippenstift drauf. Siehst toll aus. Danke. Wunderbar. Du auch. Danke dir. Ach, schön. Ist immer wieder komisch, ne? Ja, es ist schon seltsam. Sag mal. Ja, ich freue mich total. Und ich habe ja gerade diese Aufnahme den Zuschauern noch mal vorgespielt, mit der du dich damals beworben hast. Zu diesem Zeitpunkt kannten wir uns ja noch überhaupt nicht. Nie. Wie sahen da eigentlich deine Träume aus? Erzähl mal. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja eine Musical-Ausbildung gemacht mit dem ganz großen Traum, auf der Bühne zu stehen.
Eigentlich hatte ich den Plan nicht, Sängerin zu werden. Das hat sich ehrlich gesagt ergeben und ich bin sehr dankbar, dass sich das ergeben hat, denn diesen Weg, den kann man nicht planen und ich bin einfach wahnsinnig glücklich und es fühlt sich einfach friedvoll an und ich habe einfach ein tolles Team, ich habe ein tolles Management, aber ich habe auch ein ganz tolles Publikum, denn ohne meine Fans, ohne das Publikum würde ich natürlich heute nicht hier stehen. Eigentlich ist mein Traum in Erfüllung gegangen, ehrlich gesagt. Für dich sind viele Träume wahr geworden. Du bist eine der erfolgreichsten Sängerinnen. Du hast davon geträumt, einen Traummann kennenzulernen. Den hast du jetzt auch noch. Also besser kannst du eigentlich gar nicht mehr werden. Ja. Nein, aber mal ganz im Ernst. Ich glaube, viele Zuschauer stellen sich bestimmt die Frage, wie man seine Träume so erfolgreich verwirklichen kann. Wie kann das? Schwierige Frage, denn natürlich, wie gesagt, es gibt keinen Masterplan. Man muss einfach an sich glauben, man muss auch natürlich an sich arbeiten, man darf sich und muss sich auch weiterentwickeln und meine Devise ist einfach, sich inspirieren zu lassen von allen möglichen Dingen. Also wenn ich so an meine Shows denke, dann kommt da auch immer wieder die Frage auf, wo holt ihr euch eure Inspiration? Das ist einfach, ich nehme einfach alles auf und ich versuche einfach den Menschen viel Freude damit zu machen. Natürlich mache ich mir wiederum eine große Freude, auf der Bühne zu stehen und einfach das auszuleben, was ich gerade mag, also was mir am meisten Spaß macht. Das ist das Schönste, was ich eigentlich erleben darf. Schön. Und apropos Weiterentwicklung, kannst du dich noch erinnern, wie alles angefangen hat? In unserer Hochzeitsfestshow 2005 war es, hattest du deinen ersten Fernsehauftritt. Schau mal, wir haben ein paar Bilder noch mal von damals. Süß, wir zwei. Schön, oder? Da waren wir ja noch kein Paar. Nee, man muss auch sagen, das war ja nicht Liebe auf den ersten Blick, ne? Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, was hast du damals über mich gedacht? Das würde mich interessieren. Ja. Warum lachen Sie da? Also jetzt, Moment, ich würde das gerne mal wissen. Also ich muss sagen, er war, als wir uns kennengelernt haben, schon damals wahnsinnig nett. Und ich fand ihn ganz bezaubernd. Aber du warst auch jetzt nicht so die Perle, muss ich sagen. Da bist du jetzt mittlerweile. Also jetzt, Moment. Da bin ich komplett dran schuld, ne? Naja, von wegen. Ja. Du warst mit mir noch nie beim Einkaufen, beim Friseur bin ich, dann schimpfst du mich danach. So, also an dir lag es jetzt nicht, aber man ändert sich ja natürlich, man entwickelt sich weiter. Gott sei Dank, aber du warst damals auch noch nicht so heiß wie heute, das muss man jetzt auch mal sagen. Du. Also das war so. Wir haben uns beide einfach entwickelt, ja, das muss doch mal so stehen. Ja, genau. Du dich noch ein bisschen besser als ich. Das muss ich jetzt persönlich sagen, sonst kriege ich morgen... Was willst du jetzt eigentlich hören, hä? Nee, gar nicht. Weißt du was, wir ändern jetzt einfach das Thema. Wir wechseln das Thema. Sag mal, weißt du eigentlich noch, wie oft wir dich hier in dieser Show überrascht haben? Ich kann das gar nicht sehen. Es war auf jeden Fall eine Menge. Ja, also ganz oft immer mit entweder Goldenen oder Sonstigem oder Überraschungen auf dem Parkplatz. Auf der Autobahn, überall haben wir dich überrascht. Ja. Und das Schöne ist, der Mann, der sich diese Überraschungen immer ausdenkt, also der immer wieder diese Ideen für diese Show hat, der sozusagen der Koch ist, der immer wieder ein tolles Menü zubereitet, das ich dann Ihnen präsentieren darf, der hat genau heute Geburtstag. Und ich weiß, er mag es überhaupt nicht, wenn man ihn überrascht. Und er möchte jetzt auch weglaufen. Er läuft gerade schon weg, aber er kommt nun jetzt nicht mehr aus. Ja. Einmal gratulieren wir ihm jetzt. So. Übrigens, wir haben der Mann Blumen. Heißt Michael Jürgens. Die sind stellvertretend vom Team. Ich als Frau darf dir die Blumen überreichen, okay? Alles Gute. Michael, herzlichen Glückwunsch. Das ist der Mann, mit dem ich seit 10 Jahren diese Sendung machen darf. Ja. Vielen herzlichen Dank. Und er hat heute, wie gesagt, Geburtstag. Einmal müssten wir ihn vor die Kamera zerren. Normal mag er das nicht. Dein Applaus, Michael. Auf viele schöne weitere Jahre. So. Bevor er uns jetzt umfällt, lassen wir ihn wieder in Ruhe. Er hat jetzt die Gesichtsfarbe so ein bisschen verändert. Aber ist ja auch mal schön. Wie meine Hose, ne? So ein bisschen. Ja. Aber es ist ja auch mal schön, dass die Leute, die einem normalerweise immer überraschen und die sich das alles ausdenken, dann selbst mal überrascht werden. Absolut. Und apropos Überraschungen, ich begrüße jetzt auch noch Überraschungsgäste, nämlich für dich. Ja, sind nämlich auch wieder welche da. Ja, und zwar Ernie und Bert und ihre Freunde. Herzlich willkommen bei uns. Guck mal, die sind für dich gekommen. Überraschung. Mensch, die zwei
Ernie und Bert. Soll ich da hin? Natürlich, wir gehen mal zu den Freunden, zu Ernie und Bert. Hallöchen. Hallo. Hallo, hallo Helene, ach, hallo Florian. Herzlich willkommen. Wie geht's euch? Hallo. Gut. Uns geht's gut. Geht's euch auch gut? Oh ja. Es ist eine tolle Sendung. Wir haben unglaublich viel Spaß. Ja, wir haben auch Spaß. Das ist schön so. Und es ist so schön bunt hier. Sag mal, Bert, wolltest du Helene nicht eine Frage stellen? Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch hierher gekommen, um Helene eine Frage stellen zu können. Ja. Diese Gelegenheit könntet ihr jetzt nutzen. Ja. Magst du Tauben? Tauben? Ja, go, die kleinen Flatterviecher. Ja, ich mag generell sehr, sehr gerne Tiere. Ich liebe Tauben. Diese Anmut, diese schönen Farben. Ja, das wissen wir, Bert. Aber sag mal, wir wollten Helene doch eigentlich was ganz anderes fragen. Und außerdem habe ich für Helene auch was gestrickhäkelt. Und das wollte ich ja auch noch geben, Bert. Aber Ernie, du kannst doch jetzt nicht einfach so Helene was fragen. Wir wollten das doch ganz offiziell machen. Wirklich, Bert? Ja, pass auf. Ja, aber heute ist doch ein offizieller Anlass hier. Ja, eben. Florian hat recht, pass auf. Ja. Liebe Helene, du bist so schön. Das wollte ich nicht sagen. Ich hab's gesagt, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass du kannst so schön singen. Und wir können auch singen. Ja. Und wir würden gerne, also wenn das na, du, wann wir kennen, also warum, was wollte ich noch mal fragen? Bert, es ist doch so, also ich weiß nicht, liebe Erfurter, ob ihr es wusstet, aber die Sesamstraße feiert dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Ja. Und wenn man Geburtstag hat, dann darf man sich doch was wünschen. Und unser allergrößter Wunsch, Helene, ist, dass wir mit dir zusammen ein Lied singen. Und deshalb wollten wir dich einladen in die Sesamstraße. Aber das ist ganz süß von euch. Dankeschön. Das heißt, du kommst? Na klar. Da haben schon ganz viele tolle Künstler bei euch gesungen. Danke. Schön. Das wird bestimmt ein Erlebnis. Also da bin ich schon sehr gespannt dann auf euer gemeinsames Lied und auf den Auftritt in dieser... Helene möchte dich noch küssen. Aber die hat einen ganz gefährlichen Lippenstift, siehst du? Ja. Er ist mal ganz rot. Danke schön. Da will ich mich nie wieder waschen. Du bist Bert enttäuscht, den muss er auch noch. Ach so, ja, du auch noch, natürlich. Das siehst du. So, jetzt. Wunderbar. Wir bedanken uns für euren Besuch. Und was habt ihr dafür? Das ist auch noch für Helene. Ja, den habe ich gerade hinter der Bühne gestrickt. Ihr habt alles so toll gestrickt und gehäkelt. Da habe ich gedacht, das kann ich auch. Sehr gut. Das und hast du sehr gut gemacht. Damit du nicht heißer wirst, Helene, habe ich dir einen Schal gestrickt. Dankeschön. Der sieht aber genauso aus wie der Pulli, den ich seit 2 Wochen suche. Ja, Bert, da wollte ich noch mal mit dir drüber sprechen. Also, meine Güte. Das geht lustig weiter mit euch. Jetzt pass auf. Ihr wolltet ja singen mit Helene. Wir könnten das heute mal ausprobieren. Oh, klasse. Singt ihr mit, wenn Helene jetzt für uns noch eine Zugabe singen würde? Also wir singen mit Helene, aber mit keiner anderen. Mit keinem anderen, ja. So heißt ja auch der neue Hit von dir. Und dieses Lied würden wir natürlich jetzt gerne als Zugabe hören. Welchen Text müssen wir lernen, damit wir mitsingen können? Ganz einfach. Mit keinem anderen. Das ist das Einzige, was man mitsingen muss. Mit keinem anderen. Okay, also das kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, du gehst auf die Bühne, wenn du so lieb bist. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich darf das Startkommando geben. Und wir singen noch mal gemeinsam mit Helene Fischer. Ich komme nach Hause, es ist schon Mitternacht. Und wie jedes Mal liegst du noch wach. Du willst bestimmt noch was Verrücktes tun. Und ich sag, okay, zieh mich nur um. Seit du durch Zufall in mein Leben kamst, geht es bei mir rund, dass ich jetzt manchmal schon bis mittags schlaf. Da bist du der Grund. Mit keinem anderen, nachts mit Party lernt man.
noch ein großes Kind, ganz genau wie ich. Und dass der Tag für dich erst nachts beginnt, ja, das reizt auch mich. Ich bräuchte mal eine kleine Pause, mein Akku ist fast leer. Mit ihren fantastischen Tänzerinnen und Tänzern. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank. Und jetzt, meine Damen und Herren,